Im Norden von Kalifornien sind tausende Menschen auf der Flucht vor heftigen Waldbränden. Die Flammen haben in dem US-Bundesstaat bereits zehntausende Hektar Land zerstört. Angefacht werden die Brände durch heftigen Wind. Dutzende Häuser werden zerstört. Das Rote Kreuz hat Notunterkünfte bereitgestellt für die Menschen, die wegen der Brände ihre Häuser verlassen mussten. Mehrere Feuerwehrleute erleiden schwere Verbrennungen. Der Westen der USA erlebt in diesem Sommer besonders viele und heftige Waldbrände nach 4 Jahren Rekorddürre. Laut Feuerwehr gaben die kalifornischen Behörden seit Juli knapp 200 Millionen Euro für Löscharbeiten aus. Damit könnte es die bislang teuerste Waldbrandsaison im Westen der USA überhaupt werden.